So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Ich bin's wieder, Jürgen Braun, euer spiritueller Anarchist auf YouTube. Und heute geht es um das Thema WM Fußball, um das Ausscheiden Deutschlands aus der WM. Ja, aber vorher möchte ich noch ganz kurz noch einen kurzen, schnellen Überblick machen über mein Kanal und was gerade so Themen ist. Das mache ich immer so am Anfang. Also ich bin ja der spirituelle Anarchist. Viele von euch kennen mich ja. Meine Themen sind Jobcenter, Arbeit ist scheiße und spirituelle Themen, Astralreisen etc. Aber auch so verschiedene gesellschaftliche Themen, die gerade aber so aktuell sind. Ja. Ja, jetzt war es gerade die Frage, was mache ich gerade für ein Video? Ich wollte eigentlich jetzt eigentlich noch ein Video machen über das, über die Wahl in der Türkei, dass also viele Deutschtürken jetzt wieder mal Erdogan gewählt haben. Ja, was jetzt natürlich auch scheiße finde. Ja, das ist aber, ich habe jetzt doch die Sache mit der WM jetzt nochmal vorzogen, weil das jetzt so brandaktuell ist und ich habe gedacht, okay, sollte ich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja. Übrigens nochmal kurz zum Thema Astralreisen an Catchpilly, die Kommentator auf YouTube. Lieber Catchpilly, ist es so, es gibt keine Astralwelten. Ja, Astralwelten in dem Sinne gibt es nicht, dass Astralwelten separate Welten sind. Also der Begriff ist irreführend. Es gibt nur Astralebenen. Ja, es gibt die physische Welt, es gibt Paralleldimensionen. Ja, und da gibt es verschiedene Welten. Ja. Aber wenn ich jetzt astral in meinem Körper bin, dann bin ich quasi in der physischen Welt, aber auch in der Astralebene. Also deswegen Astralwelten ist ein bisschen irreführend. Ja, okay. Ansonsten möchte ich noch ein Video machen über meine Verwandlung, weil es ist gerade so, ich steige um von männlich auf weiblich. Ja, es ist kein Witz. Ich habe mir jetzt Frauenklamotten bestellt. Ja, ich finde es einfach geil, weil ich finde es einfach geil, wie eine Frau auszusehen und wie eine Frau rumzumlaufen. Ich bin einfach auf den Geschmack gekommen. Und warum soll ich es dann auch nicht machen? Also ich finde es toll einfach, ja. Da mache ich aber jetzt auch noch ein extra Video. Okay, also das war jetzt mal so ein bisschen so kurz ein Überblick über allgemeine Themen. Ja. Okay, dann geht es ja darum, um die WM in Russland. Also Deutschland hat verloren gegen Südkorea, ja. Und jetzt ist natürlich jetzt voll das Geheul und boah, Deutschland verloren. Ja, die deutschen Supermenschen und Arier haben verloren. Ja, gibt's es auch. Meine Güte, meine Güte. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, dass die Deutschen verloren haben? Sollen wir jetzt die Spieler an die Wand stellen oder soll man sie genetisch manipulieren oder es ist ja Katastrophe, dass Deutschland, die Deutschen haben verloren. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wisst ihr was, was ich finde? Ich gucke mir das an und denke mir, mein Gott, sind die Menschen primitiv. Mein Gott, sind die. Also es kann ja nicht sein, dass die Leute echt so verblödet sind. Immer dann, wenn WM ist, immer dann, wenn die Leute vor der Glotze gucken, ja, kommt das System mit einer Schweinerei nach dem anderen. Und das beste Beispiel, deswegen mag ich Fußball nicht besonders, also ich gebe es ehrlich zu, ich bin kein besonderer Fußballfan und ich sage auch euch warum, ja. Damals, 2011, als das unsoziale Sparpaket durchgedrückt wurde, ja, das war ein Sparpaket auf Kosten der kleinen Leute, auf Kosten der Arbeiter, ja, die ja jetzt so fußballfrenetisch sind. Und, Alter, da ging es um Steuererhöhungen und so weiter, Sozialabbau und Arbeitnehmerrechte beschränken. Und das ist durchgedrückt worden in dem Zeitraum, wo Fußball WM war. Ja. Und was war? Die Leute waren von der Glotze gekockt und nur in Stuttgart haben ein paar Gewerkschafter demonstriert gegen das unsoziale Sparpaket. Ja. Es ist ein Witz. Ja, wisst ihr, Leute, in der Zeit, wo ihr vor dem Fernseher guckt, wo ihr in Deutschland sucht, den Superidioten anschaut, wo ihr Fußball anschaut, ja, und den ganzen Dreck, ja, drückt die Regierung eine Schweinerei nach der anderen durch, ja? Und das ist die Sauerei. Und jetzt denkt ihr mal nach, jetzt denkt ihr mal scharf nach und dann wisst ihr, was Fußball ist. Fußball ist nur Brot und Spiele, ja? Warum ist Fußball den Deutschen so wichtig? Das würde man echt einmal fragen. Was ist da so toll, ja? Man vergöttert Spieler, die Millionen verdienen, ja, die spucken auf den deutschen Arbeiter, die scheißen auf den deutschen Arbeiter, die lachen den deutschen Arbeiter aus, ja, und die deutsche Arbeiter vergöttert die, ja. Warum? 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 Ja.
Verstehe nicht. Das ist doch krank, ja. Und Deutschland hat jetzt so oft in der WM, so oft den Weltmeistertitel geholt. So oft. Ja, mein Gott, jetzt verlieren sie mal. Ja, mein Gott, lass doch die anderen auch mal gewinnen. Herrgott, nein. Aber nein, der Deutsche muss immer der Beste sein und muss immer gewinnen und immer der Weltmeister sein. Hallo, das ist hier, das ist krank, ja. Das ist total krank, das ist nicht mehr menschlich. Das ist weder menschlich noch vernünftig noch irgendwas. Das nimmt dem ganzen Fußball oder dieses miteinander Wettbewerb treiben den ganzen Reiz und die Schönheit und die und das und das und das, und das ja, das Schöne und das Tolle auch. Wenn man so fanatisch immer nur Sieg, 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 ich muss immer gewinnen, ich muss immer gewinnen, ja. Warum muss ich immer gewinnen? Ist doch langweilig. Wenn immer die Deutschen die Weltmeistertitel haben, das ist doch langweilig. Hallo, lass doch mal die anderen auch mal gewinnen. Meine Güte. Oh nein, da wird ja so ein Theater gemacht, dass der Deutsche jetzt rausfliegt. Der Deutsche ist so dumm, das gibt es doch gar nicht. Hey. Hallo, seid froh, dass der WM-Wahn endet, dass der Fußball-Wahn endet. Sind wir froh, dass die Deutschen draußen sind? Seid doch froh. Ja, dann kann das System, die Bundesregierung, nicht mehr jeden Scheiß durchdrücken, um das Volk zu verarschen und das Volk auszunehmen. Ja. Weil jetzt haben sie Angst. Jetzt hat die Merkel Angst. Oh, die Deutschen sind nämlich vor der Glatze, weil die Mannschaft ist draußen. Jetzt muss ich aufpassen, ja. Weil es kann ruckzuck sein, dass die Deutschen auf die Straße gehen und einen Aufstand machen, auf die Barrikaden gehen. Also muss ich vorsichtig sein, ja. Merkt ihr was? Kapiert ihr, wie der Hase läuft? Also, regt euch nicht auf, dass Deutschland verloren hat. Es gibt Wichtigeres als Fußball. Seid froh darum. Seht es positiv. Die Regierung kann mit dem Volk nicht mehr alles machen, was sie will. Und das ist gut so. Das ist gut so. Fußball ist der Teufel. Ich sag es mal ganz krass. Es ist der Teufel. Es ist eine riesen Volksverarschung. Und das kann man nur machen, wenn Menschen dumm sind und ein primitives Bewusstsein haben. Ja? Schaltet euer Hirn ein. Verdammte Scheiße. Ich will jetzt nicht arrogant sein, aber das muss ich jetzt auch mal echt in der Wut so mal so sagen. Schaltet doch endlich mal euer Hirn ein. Ja, sowas regt mich richtig auf. Wie damals. Also damals habe ich mich richtig aufgeregt hier. Das unsoziale Sparpaket ist durchgedrückt worden und die Leute hocken vorm Fernseher und gucken Fußball. Frage mich, hallo, habt ihr euch ins Hirn geschissen? Habt ihr euch so ins Hirn geschissen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, also so blöd kann man doch gar nicht sein. Also ist das, da frage ich mich manchmal, bei manchen Menschen schaltet da auf einmal das Hirn aus oder was geht ab? Ja. Und deswegen, das ist jetzt mal so ein Appell. Und ich bin kein Pessimist und kein Miesmacher. Klar, ich verstehe es. Manchmal ist es aber schönes, wenn man zusammenhockt und so einen Fußball guckt, ja. Aber das ist doch nicht der Nabel der Welt, das ist doch nicht das Wichtigste, ja. Da machen jetzt schon manche Leute denken schon Selbstmord, weil Deutschland jetzt rausgeflogen ist. Hallo, das ist doch hier, das ist doch behindert, ja. Das ist nur Brot und Spiele. Fußball ist nur Brot und Spiele. Klar, und ich meine, ich will niemand verurteilen. Wenn jemand mal gern Fußball anguckt mit der Familie, okay, mag ja sein. Aber bleibt doch mal cool, liest jetzt mal locker, sitzt nicht, nimmt es nicht so wichtig. Das ist der Punkt, ja. Nehmt Fußball nicht so wichtig, ja. Es ist eigentlich den Herrschenden ist es gut, wenn die Leute vor der Glotze hocken. Sich nicht aufregen, ruhig sind, ja, und das Maul halten. Und deswegen. Bin ich kein Freund von Fußball, muss ich ehrlich sagen. Mir ist das alles so primitiv. Entschuldigung, wenn ich so sage. Ich will nicht arrogant sein. Ich bin absolut nicht. Aber hallo, ich bin halt doch ein Mensch, der sich weiterentwickeln will. Ich will meinen Verstand weiterentwickeln, ich will mein Bewusstsein weiterentwickeln. Und sowas ist mir halt einfach, wenn man sich nur noch so in den Fußballwahn hingibt, dann ist mir das einfach zu primitiv. Das ist mir zu fremd. Das ist mir zu wider einfach. Tut mir leid, ja. Also von dem her, das kann ich nicht verstehen. Das soll jeder machen, was er will. Okay, aber. Mein Appell ist, nimmst es nicht so wichtig, sieht mal die andere Perspektive. Ja, okay, kurze Rede, kurzer Sinn, alles halb so wild, Deutschland hat verloren, ja, hat seine Vorteile, finde ich, und das Leben geht weiter. Also von dem her, abonniert meinen Kanal, jetzt wird nochmal, wie gesagt, es kommen noch spannende Themen, dann mache ich jetzt als nächstes Video wahrscheinlich nochmal die Wahl in der Türkei. Werde ich mal behandeln. Und dann kommt nochmal, wie gesagt, und das habe ich vorher schon gesagt, also werde ich nochmal über meine eigene Verwandlung nochmal sprechen. Ja. Und auf jeden Fall, ich habe immer spannende Themen. Schaut's bei mir, spiritueller Anarchist,
abonniert meinen Kanal, schaut bei mir vorbei. Also es geht immer vollkommen interessant ab. Also könnt ihr kommentieren und alles Mögliche. Dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und lasst euch nicht die Laune verderben. Macht es gut und bis bald. Ich wünsche was.